Boden. Wahnsinn, Marco Mengoni für Italien. Wir haben bei diesem ESC sogar musikalisch schon einige Zitate aus der Welt des Dubstep gehört. Jetzt folgt sicherlich die modernste Produktion des Abends mit der norwegischen Sängerin Margaret Berger. Die 27-Jährige kann auf die Erfahrung mehrerer Alben und die Unterstützung eines der besten norwegischen Teams bauen. Robin Lynch und Niklas Olofsson haben schon für Pink, Justin Timberlake oder Cher gearbeitet. Für den ESC-Song kam als dritte Autorin die schwedische Elektropop-Sängerin Karin Park dazu. Das kombiniert mit Bergers nordisch kühlem Blondinen-Look bietet eigentlich alle Voraussetzungen für einen Top-Platz beim ESC. Und nicht nur da. Für Norwegen, Margaret Berger, I feed you my love. Heute hatten die Haarverlängerer wieder Schwerstarbeit. Aber so eiskalt wirkt die kühle Blonde aus Norwegen heute doch.